Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu My Universe Cooking Star Restaurant auf der Nintendo Switch. Neues Spiel. Heute werden wir mal so richtig schön kochen. Hallo und herzlich willkommen zu Cooking Star Restaurant. Bevor wir loslegen, brauchen wir noch ein paar Informationen von dir. Wähle zuerst deinen Charakter. Wie hieß der Film Ratatouille, oder? Der sieht doch so aus. Willst du diesen Charakter verwenden? Ja doch. Wie heißt du? You know my name. So. Heißt du Wützau? Jo. Freut mich, dich kennenzulernen, Wützau. Jetzt musst du deinem Restaurant noch einen Namen geben. Ui. Ja, das wird der Holy Burger. Ich bin heute richtig kreativ. Willst du dein Restaurant Holy Burger nennen? Ja, klar. Okay, Wützau, dann wollen wir das Holy Burger mal öffnen und ein paar tolle Gerichte zaubern. Das wollen wir. Das sieht cool aus. Wow, dein neues Restaurant sieht toll aus. Verwende L, um dich zu das sieht wirklich toll aus. Holy Burger, ein toller Name. Ah, du hast wirklich ein eigenes Restaurant eröffnet. Dein Traum ist endlich wahr geworden. Ich freue mich so für dich, Wützau. Gehen wir rein. Ich bin schon gespannt, wie es drin aussieht. Ich auch. Halte Y, um zu rennen. Sehr coole Masche hier am Rücken. Wow, das ist ja riesig. Es ist wunderbar, ich kann es kaum glauben. Oh, die Terrasse und der erste Stock sind noch nicht geöffnet. Da wird wohl noch gebaut. Also, ich kann auf keinen Fall gehen, ohne eines deiner Gerichte zu probieren. Du hast erzählt, dass ein amerikanischer Koch kommt, um dir zu helfen, oder? Habe ich das? Das ist doch der Inbegriff des amerikanischen Kochs. Ah, ich glaube, er ist gerade angekommen. Hi, du bist sicher Wützau. Ich bin Michael, der amerikanische Koch. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, und ich bin Wützau, der österreichische YouTube. Ich freue mich schon drauf, mit dir im Holy Burger zu kochen. Magst du mir vielleicht gleich einmal die Küche zeigen? Ja, wenn du nicht weißt, wo die ist. Bitteschön, hier. Musst nur noch auspacken. Oh, schon geschehen. Ich liebe diese Küche jetzt schon. Dann lasse ich dich mal allein. Und geh unauffällig. Der Koch soll richtig was auf der Pfanne haben. Ich bin schon gespannt auf seine Gerichte. Wo darf ich mich hinsetzen? Ich würde sagen, auf einen Tisch. Sessel. Drücke in der Nähe des Tisches A, um den Gast zu bitten, sich zu setzen. Bitteschön. Sobald ein Gast sich gesetzt hat, beginnt er, die Speisekarte zu studieren. Richtig viel wird ohnehin noch nicht drauf sein auf der Karte. Oh, der Notizblock zeigt an, dass du jetzt die Bestellung aufnehmen kannst, indem du A drückst. Ein Burger. Sprich mit dem Koch mit dem Bestecksymbol, um die Bestellung des Gastes zu kochen. Ich habe noch nicht all meine Zutaten, aber wir haben alles, was wir für einen Burger brauchen. Hast du schon einmal einen gemacht? Ach, bestimmt. Zeig mir mal, wie du einen guten Burger zubereitest. Du bist der Koch, oder? Na denn, kochen wir einen Burger. Cheeseburger. Schneide eine Tomate. Ein paar schneiden wir. Okay, schneide eine rote Zwiebel. Das geht oben rechts zu sehen auf Zeitdruck.
Okay. Oh. Okay. Da sieht man die Qualität dann, wie genau ich geschnitten habe. Okay, jetzt kommt das Anbraten. Okay. Kleines Minispielchen. Das ist irgendwie cool. Das ist perfekt jetzt, oder? Ja doch. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt noch würzen. Streue Kräuter drüber. Schön gut verteilen. Pfeffer. Sehr gut. Ah, und jetzt anrichten. Okay. Zack. Okay. Okay. Fertig. Also bis auf das erste haben wir ihn perfekt gemacht. Schön ist er geworden. Oh, sehr cool. Fast zu schade zum Hergeben. Und das nächste Rezept ist freigeschaltet. Drücke in der Nähe des Tisches A, um die Bestellung zu servieren. Bitte sehr. Rein. Für jede Aktion im Restaurant bekommst du Erfahrungspunkte. Und schmeckt's? Darf ich mich zu dir setzen? Nö, darf ich nicht. Schalte den ersten Stock auf Level 5 frei. Was haben wir hier noch? Kann ich Musik machen? Nö. Kann ich mir was zu trinken nehmen? Auch nö. Drücke A, um den Tisch abzuräumen. Oh, wirklich sie. Ohne zu zahlen. Ah, hier ist sie, okay. Der Burger war köstlich. Ihr kocht wirklich gut, ihr zwei. Dein Restaurant wird sicher ein voller Erfolg. Wer weiß, vielleicht koche ich ja auch irgendwann mal bei dir, um einen kleinen französischen Touch reinzubringen. Oh, dein erster Gast ist da. Das warst du, der erste Gast. Ich lasse dich mal in Ruhe arbeiten. Bis bald, Wüthau, du packst das. Ah, okay. Hallöchen. Hallo, ich bin Wüthau, ich bediene Sie heute. Hallo, könnte ich einen Tisch im Erdgeschoss bekommen? Natürlich, nachdem wir noch keinen ersten Stock haben. Hier können wir auf. Da ist noch ein Tisch. Da wir einen. Ah, Level 20, eine zweite Küche. Gut, was wollt ihr? Ich nehme an, einen Burger. Nö. Okay. Hey, bleib stehen. Ach, muss ich hier immer rüberlaufen? Okay. Glückwunsch, du hast dein erstes Rezept perfekt hinbekommen. Jetzt, da wir ein salziges Gericht auf der Speisekarte haben, sollten wir noch ein süßes hinzufügen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu Cupcakes kann ich einfach nicht nein sagen. Und was die Dekoration angeht, gibt es nur eine Regel, sei kreativ. Und dann bereiten wir die leckersten Cupcakes im Holy Burger. Wiege 120 Gramm geschmolzene Butter ab. Okay. Ja, bitte. 120 Gramm Zucker. Cool, das ist wieder richtig anders. 140 Gramm Mehl. Und 10 Gramm Hefe. Perfekt. Zack, drei Häubchen.
jetzt Eier aufschlagen. Okay. Oh. Oh, das schlägt auf die Qualität. Das geht auf die Eier, auf die Qualität der Eier. Hm. Aber noch ist nichts verhaut. Das holen wir jetzt hier wieder raus. So, Butter, den Zucker, das Mehl und die Hefe zu den Eiern hinzu. Und dann vermischen. Oh, und zwar in einem gewissen Bereich. Und andere Seite. Ein bisschen langsamer rühren. So, den Ofen vorbereiten. Ah ja, die sind schon am Blech. Okay. Das haben wir richtig gemacht. Und jetzt wird noch dekoriert. Die Glasur. Ah. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Das sind wieder keine drei, oder? Ah. Reicht das für drei Hauben? Ja, es reicht. Und müssen wir das jetzt jedes Mal machen? Wahrscheinlich, so viele verschiedene Gerichte gibt es ja auch nicht. Die Kamera, die Perspektive können wir nicht drehen. Oh, schau an. Willkommen. Hallo, darf ich bitte einen Tisch im Erdgeschoss haben? Bitteschön, hier. Vier Personen. Puh. So. Wie wär's mit Zahlen? Haben Sie schon gewählt? Eine Runde Cupcakes. Sehr gerne. Und die muss ich jetzt wieder. Die muss ich jetzt wieder so herrichten. Okay. 120 Gramm. Zucker. Oh, das war jetzt ein wenig mehr. 140 Gramm Mehl. Aber mehr Zucker ist ja nicht verkehrt. 10 Gramm Hefe. Sehr gut. Bei meinen Eiern besser machen. Okay. Ups. Konzentrieren. Jawohl. Aber das Gute ist, ich muss es nur einmal zubereiten, auch für vier Personen. Rein damit und
vermischen. So, was stelle ich hier eigentlich ein? Heißluft. Ich nehme an, Heißluft oder Unterhitze und so weiter, die Temperatur und vielleicht die Dauer. Vielleicht. So, jetzt ordentlich dekorieren. Und das sind jetzt wirklich die perfekten Cupcakes. Das ist nämlich perfekt. Das sieht auch lecker aus. Bitte sehr. So haben wir alles im Blick. Und da kommen schon die nächsten. Hallo, ich bin Würzau, ich bediene Sie heute. Ich hätte gerne einen Tisch, der nicht zu weit weg ist. Okay? Wir haben nur Tische, die nicht weit weg sind. Ihr seid fertig, ich hoffe es war zu Ihren Wünschen. Gut. Die Herrschaften wollen bestellen. Sind das Bagels, oder? Was wollen wir denn jetzt kochen? Ich habe frischen Lachs, Frischkäse. Wir könnten einen Lachsbagel machen. Ja, sag ich. Von allen Bagels, die ich in New York gegessen habe, ist das mein Favorit. Mein Favorite. Lachsbagel. Schneiden. Oh. Schneide etwas Lachs. 16. Naja, fast. Die Zeit ist sehr knapp geworden. Trotzdem drei Stück. Sehr gut. Ich hatte nur noch 3 Sekunden. So, würzen. Kräuter auf den Frischkäse. Als nächstes wird gerührt. Ich bin ganz gerührt. Oh, das war. Naja, das sollte reichen. Als nächstes wird gestrichen. Perfekt gestrichen. Und jetzt wohl die Zutaten zusammenfügen. Ganz genau. Fertig.
Karte wieder reichen. Lecker. Bis auf den Platz. Den muss ich nicht haben, aber ansonsten sieht es aussehen, tut es trotzdem lecker. So, wieder sehr. Unser Koch will sprechen mit uns. Ach, ich finde es toll, dass den Gästen unser Essen schmeckt. Es ist kein einziger Krümel übrig geblieben, hast du das gesehen? Das ist das beste Kompliment, das man einem Koch machen kann. Oder es war einfach zu wenig. Hallo, willkommen im Holy Burger. Hallo, darf ich bitte einen Tisch im Erdgeschoss haben? Ja, wir haben hier einen ganz hinten für Singles reserviert. So, hier kann schon abgeräumt werden. Level 4. Oh, die nächsten. Hallo, ich bin Wühlsau, ich bediene Sie heute. Hallo, ich habe einen Tisch im Erdgeschoss gebucht. Drinnen bitte. Geht es draußen auch? So, hier sollen wir die Bestellung aufnehmen. Muss das sein? Ein Burger vielleicht? Nö, kein Burger. Dann halt ein Lachsbagel. Den muss ich eh noch perfekt hinbekommen. Das hier ist schwierig. Danke. Fängt schon an. Alter, ist auch wirklich die Zeit extrem knapp. Das reicht jetzt für drei. Jawohl, das reicht für drei. Für drei Häubchen. So, und jetzt nur noch hier nichts mehr verpatzen, dann haben wir. Oh, das war schon. Ja, das. Ach, reicht, sehr gut. Bagel perfetto, Gericht fertig. Und das nächste Rezept. Ah, das ist alles so ungesund eigentlich, aber sieht lecker aus. Bitte sehr. Und für euch ein Burger. Ein Burger im Holy Burger. Als ich noch klein war, haben meine Eltern sonntags immer Pancakes für meine Schwester und mich gemacht. Aber jetzt schmeckt ihnen mein Rezept besser, also mache ich sie jetzt für sie. Komm, ich zeige dir, wie man Pfannkuchen den Profi umdreht. Nö, zeig's mir nicht, ich will einen Cheeseburger machen. Also ich muss. Die Scheibe ging komplett daneben. Trotzdem
trotzdem und auch mit richtig viel Zeit noch, die übrig geblieben wäre. So, dann einmal in die Höhe und gut gedreht. Die Qualität stimmt, würde ich sagen. Einmal würzen und Pfeffer. So, jetzt habe ich hier auch Hunger bekommen. Das sieht einfach lecker aus. Fertig ist der Burger. So, wenn wir hier fertig sind, dann kannst du mir das neue Rezept zeigen. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich hätte gerne einen Tisch, der nicht so weit weg ist. Da haben wir den, der ist gar nicht weit weg. Tada! Und? Okay. Lauf durch mich hindurch, als wäre ich Luft. Und die Nächsten. Willkommen! Hallo, könnte ich einen Tisch im Erdgeschoss bekommen? Hervorragende Wahl, wenn Sie mir bitte folgen werden. Und wir sind Level 5 geworden gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da wartet jemand auf uns. Ah ja, und ich kann auch keine Bestellung mehr annehmen. Ich muss sprechen. Hi, Wützer, oder? Ich bin Francesca. Das ist also das berühmte Holy Burger. Ich hoffe, es wird seinem Ruf gerecht. Bitte sprich etwas schneller, dort warten schon die nächsten Gäste auf mich. Falls nicht, vergeude ich hier nicht meine Zeit. Also, zeig mir bitte die Küche, ja? Und warum? Ach so, jetzt können wir nach oben. Mich hier raus. Und sie kann das gleiche machen, oder? Du willst sicher sofort eine Pizza backen, oder? Nix da, ein Schritt nach dem anderen. Wir fangen mit den Grundlagen an. Zeig mir, wie du italienische Kekse machst. Okay, das ist wirklich ganz anders. Also andere Rezepte. Ich hoffe, die unten werden nicht sauer. 280 Gramm, weil ich sie so lange warten lasse. Na komm. Oh, das war zu viel. 50 Gramm Mehl. Das war dafür perfekt. 200 Gramm gemahlene Mandeln.
Aber ich finde es cool, dass hier immer überall ein bisschen was anderes ist. So, ich darf mich nicht von der Zeit unter Druck setzen lassen. So, der nächste Schritt zu guten italienischen Keksen ist rühren. Und zwar im richtigen Tempo. Oh, 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 oh. Oh Mann, oh Mann. Boah, das war nix. Da habe ich den Rhythmus verloren. Oh, nochmal. Doch noch. Eine Sekunde verbleiben, aber doch noch die Qualität erreicht. So, jetzt wird geschnitten. Und rein damit in den Ofen. So, jetzt habe ich das gekocht und wenn das jetzt aber niemand bestellt hat, was dann? Achso, das war's soweit. Und hier geht's wieder runter. Jetzt kann ich endlich diese beiden Bestellungen aufnehmen. Und da warten schon die nächsten. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich habe einen Tisch im ersten Stock reserviert. Sehr gern. Kommt, lauft mir nach. Hier gleich. Bitte sehr. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal im Holy Burger. Ciao, ciao.